Ja, danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerinnen. Ja, nach diesen zwei tatsächlichen Berichtigungen wieder zurück zur Tagesordnung, aber trotzdem lassen wir doch kurz einmal einen Einblick geben auf den moralischen Zustand der SPÖ. Das haben ja auch die tatsächlichen Berichtigungen gezeigt des Herrn Kollross, der sich hier zu Wort gemeldet hat, nicht wissend, wie man eine tatsächliche Berichtigung eigentlich vorbringt, Nummer eins. Und zweitens, hier jede Verantwortung und Schuld von sich weiß, nach dem Motto, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn hier irgendwo ein Freiheitlicher vielleicht irgendwo am Werk gewesen wäre, da wäre bei Ihnen Feuer am Dach. Ja? Das ist genau das zweite Maß, mit dem Sie messen, Herr Kollross. Genau das zweite Maß. Und Sie kennen schon auch den Ausdruck in der Rechtsordnung culpa in eligendo. Sie haben, auch wenn Sie hier die Schuld abwälzen, auf den oder die Geschäftsführerin ein Auswahlverschulden. Da stecken Sie mit drin, Herr Kollross, da kommen Sie nicht raus, wenn hier die Familie um ihre mehr als 2000 Überstunden geprellt wird. Das haben Sie zu verantworten, Herr Kollross von der SPÖ. Der Herr Mukic war ja auch sehr interessant. In seiner Rede, in seiner ersten Rede heute, nicht bei der tatsächlichen Berichtigung, geht er raus, zitiert alle möglichen Leute und Aussagen, macht aber keine Quellenangabe. Auch sehr interessant. Ja, weiß kein Mensch, wovon er spricht. Ich kann Ihnen aber ganz, ganz klar ein paar Zitate und Quellen nennen, die interessant sind. Nehme ich zum Beispiel aus dem Kurier die Frau Salomon, die es vor ein paar Tagen geschrieben hat, Blau ist das neue Rot. Warum? Weil wir die Freiheitlichen, das soziale Gewissen sind hier in Österreich, meine sehr geehrten Damen und Herren, und gemeinsam mit der ÖVP Sozialpolitik umsetzen. Mit unserer Ministerin Hartinger, mit der gesamten Bundesregierung. Ja? Und das ist der Befund, der auch stimmt. Und das ist auch der wahre Grund, werte Kollegen von der SPÖ, warum Sie so aufgeregt sind. Sie sind nicht so aufgeregt, weil hier das sogenannte 12-Stunden-Tag, der keiner ist, irgendwie eine Verschlechterung wäre. Nämlich die Arbeitszeitflexibilisierung ist keine Verschlechterung. Das ist das, was notwendig ist, das den Puls der Zeit trifft. Sie sind aufgeregt, weil Ihnen die Fälle davon schwimmen. Ganz einfach. Die Fälle schwimmen Ihnen davon. Sie bringen keine Kilometer auf die Straße. Weder im Bund noch in Wien. Es geht nichts weiter, weil Sie genau wissen, dass das neue soziale Gewissen der Bundesregierung, die FPÖ und die Bundesregierung insgesamt eben wichtige Schritte umsetzt, wie zum Beispiel den Familienbonus Plus, der alle Familien mit Kindern begünstigt. Eine gute Sache. Wie zum Beispiel die neue Mindestsicherung, die jetzt in der Umsetzung oder in der Endphase der Verhandlung ist, die natürlich Österreicher bevorzugen wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist unser Anspruch von Sozialpolitik. Und wenn meine geschätzte Kollegin Randy Wagner, die ich persönlich sehr schätze, gesprochen hat von einem Weg des Dialogs. Weg des Dialogs. Eine Partei, die jahrelang, jahrzehntelang eine andere parlamentarische Partei ausgeschlossen hat vom Dialog, nämlich die SPÖ, die Freiheitliche Partei, braucht bitte nicht zu sprechen von einem Weg des Dialogs. Das ist eine Aussage, die hier fehl am Platz ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber kommen wir zurück eben zum Titel der heutigen Dringlichen. Keine Freiwilligkeit, ganz klar die Unwahrheit. Es steht im Gesetz eine Freiwilligkeitsgarantie. Weniger Lohn, ich wüsste nicht, wo es weniger Lohn gibt. Im Gegenteil, die Überstunden werden natürlich abgegolten, weniger Freizeit. Das Gegenteil ist wahr, die Menschen können sich größere Freizeitblöcke aussuchen und auch hier umsetzen in ihrer Arbeitszeit und eben mehr Zeit für die Familie haben, mehr Zeit für das haben, wofür sie eigentlich auch gerne ihren Hobbys nachgehen und mit der Familie gemeinsam Zeit verbringen. Das ist die Flexibilität, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das hat mit 12 Stunden nichts zu tun. Da können Sie noch so oft diesen durchgestrichenen Einser und Zweier in die Höhe zeigen. Sie können auch beim nächsten Mal einen Dreier dazufügen, weil Sie werden beim nächsten Mal, wenn Sie so weitermachen, wahrscheinlich weder den ersten Platz, noch den zweiten Platz, noch den dritten Platz bekommen bei der Parlamentswahl, meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPÖ. Aber kommen wir zur Statistik des Sozialministeriums. Eine ganz klare Sache, die auf dem Tisch liegt. Es gibt weniger Verstöße heuer als letztes Jahr.
Liegt ganz klar auf dem Tisch. Weniger Verstöße, obwohl es mehr Kontrollen gibt. Mehr Kontrollen heißt eigentlich auch mehr Wahrscheinlichkeit, Verstöße zu ahnden und zu finden. Es gibt aber weniger Verstöße. Vergleichen wir das. Oktober 18, 2246 Kontrollen. Oktober 17, 1859 Kontrollen. Oktober 18, 294 Übertretungen insgesamt. Oktober 17, 383 Übertretungen insgesamt. Oktober 18, also heuer, Übertretungen der Höchstarbeitszeit 22. Oktober 17, 170 Übertretungen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, was soll eigentlich das Thema der heutigen Sitzung? Das frage ich mich wirklich. Ja, Sie kämpfen hier gegen Windmühlen, Ihr Don Quixote Kerne schon längst zurückgetreten. Liebe Freunde von der SPÖ, denkt euch was Besseres aus. Diese Regierung arbeitet, sie setzt tagtäglich soziale Maßnahmen für die Menschen um, sie kümmert sich um die Menschen und nicht zuletzt hat auch diese Bundesregierung den Migrationspakt abgelehnt. Ein großer Schritt für Österreich und man sieht, wir sind auch da Vorreiter in der gesamten Europäischen Union.